Ich achte dabei darauf, dass ich trotzdem noch Führposition habe. Also ich habe ein gleichmäßiges Tempo und lass mich vom Pferd nicht schieben. Wenn du bemerkst, dass dein Pferd ja mehr oder weniger abkürzt und eigentlich, wenn du jetzt mal den Hufschlag anschaust, nur einen Zirkel läuft, dann hat es nichts mehr mit der Quadratwolte zu tun. Und nachgeben, vorbei an den Pylon stellen. Okay. Es ist sehr wichtig, in der Gasse bzw. im Dreieck nachzugeben und das Pferd an der offenen Seite zu biegen. Wir haben hier den Fächer gelegt und zwar in einer Variante sehr enge Abstände, dafür eine ja, gut viertelt offene Seite, um dem Pferd eine kurze Erholungsphase zu geben. Kerstins Rheinländer Attention beginnt unterzutreten. Die Hinterhufe greifen in die Spur der Vorderhufe. Svenjas Stute geht mit taktmäßigen Bewegungen und schwingendem Rücken vorwärts. Der Schweif des Pferdes pendelt gleichmäßig hin und her. Es wirkt zufrieden. Hier haben wir ein Kombihindernis aufgebaut. Pylonenzirkel mit 4 Gassen zum Übertreten. Man könnte auch noch mehr Gassen nehmen. Dann würde das ein Fächer kombiniert mit Pylonen sein. Das Pylonen-S ist eine anspruchsvolle Übung, die erst dann geritten wird, wenn Reiter und Pferd die Grundlagen der Dualaktivierung bereits durchlaufen haben. Von oben nach unten. Fortgeschrittene können die Lombardgasse im Travers durchreiten. Diese Übung ist sehr anspruchsvoll und anstrengend, da Koordination, Balance, Hinterhand, Geschmeidigkeit und Wahrnehmung gleichzeitig trainiert werden. Durch den ständigen Wechsel von Biegen, Geradeausreiten und Überreiten der Gassen wird Gianardo durchlässiger und folgt den Reiterhilfen. So gelangt das Gemüt des sonst hitzigen Wallachs zu mehr Gelassenheit. Den besten Trainingserfolg erzielen Sie, wenn Sie die Dualaktivierung 2 bis 3 Mal pro Woche zusätzlich zum normalen Training in die Arbeit mit Ihrem Pferd einbauen. Da die Dualaktivierung sehr anstrengend für Ihr Pferd ist, sollte sich das Training an diesen Tagen unbedingt nur auf die Dualaktivierung beziehen und nicht noch weitere Trainingselemente beinhalten.